Moin Leute, Moin. herzlich willkommen auf unserem Kanal Mathe leicht gemacht. In dieser Playlist schauen wir uns Gleichungen an. Eine sehr wichtige Playlist, die haben wir eigentlich gar keinen richtigen Adressaten für, denn für die 10. Klasse, für die Abschlussprüfung ist es sehr wichtig, ebenfalls für die Oberstufe, also es ist Grundlage für die Oberstufe. Also guckt euch das an, es ist eine sehr gute Playlist, denn wir gehen die Punkte durch. In diesem Video schauen wir uns die lineare Gleichungen an. In den folgenden Videos, falls ihr irgendwelche bestimmten Videos sucht, könnt ihr einfach in der Playlist vorgehen. Genau. Aber wir empfehlen euch trotzdem alles durchzugucken, denn dadurch kriegt man es alles immer richtig drauf. Ne? Genau, lineare Gleichung geht dann manchmal schon in der 6. Klasse durch, 6., 7. Ja. Und dann, ich meine, das steigert sich. Bis zur 10. Klasse oder Oberstufe wird das halt wichtig oder ist die Grundlage. Ja, und 10. Klasse Abschlussprüfung muss man die ganze Rutsche können. Genau, also einfach mal angucken, ne? Ja. Lineare Gleichung, fangen wir locker an. So sieht ungefähr eine lineare Gleichung aus. Kennen wir alle. So, wie wir das jetzt umformen, da haben wir einfach mal ein paar Aufgaben für euch. So, probiert das einfach mal selber. Genau, und wenn ihr jetzt sagt, oh, habe ich noch gar nicht gemacht, wir haben ja auch eine Playlist, nur lineare Gleichung, da wird es ja von Anfang an erklärt. Ja? Hier gehen wir schon davon aus, dass ihr es könnt und ein bisschen wiederholt. Genau, und falls ihr es nicht könnt, ja gut, dann pausiert. Probiert es und wir reichen es eh gleich nochmal vor. Ne? Jo. Pausiert mal. So, also, ich fange an. Man bringt immer erst die Zahlen auf eine Seite und die Buchstaben auf die andere Seite. Ja? Das ist immer so das Ziel, das macht man mit Äquivalenzumformung. Hier hat man eine plus 6, die will man gerne rüberkriegen. Minus 6, steht ja 5x gleich 15. Und dann teilen wir die ganze Nummer nochmal durch 5. Ganz kurz, warum? Da steht 5 mal x ist gleich 15. Und dann muss ich geteilt durch 5 rechnen auf beiden Seiten, damit da rauskommt x gleich 3. Ja. So, minus x plus 3, wie gesagt, wir trennen wieder unsere Buchstaben von unseren Zahlen. Jetzt haben wir aber auf beiden Seiten Buchstaben, also müssen wir uns aussuchen. Okay, wir haben jetzt einfach mal plus x gerechnet, das heißt, wir holen dieses x auf diese Seite rüber. Wir haben uns jetzt also dafür entschieden, dass wir die Zahlen auf die linke Seite schreiben und das x auf die rechte Seite. Könnt ihr immer machen, wie ihr wollt. Genau, plus x, dadurch fällt das x hier weg und wir haben hier ein Dreieck stehen und auf der Seite nur noch 3. Genau, und 3 mal x. Das x wollen wir alleine stehen haben, also müssen wir noch durch 3 teilen, also x ist gleich 1. Kann man sich auch meistens selber bei solchen einfachen Gleichungen selber schon denken, ne? Aber wir... Durchaus probieren meint er, ne? Genau, wir formen das nochmal richtig um, damit ihr wisst, wie es läuft. Gut, hier haben wir einen Bruch, aber auch nicht schlimm. Wie gesagt, hier haben wir ein Minus vor dem x, ne? Haben wir eingebaut, weil es... Vor dem Klammer, vor der Klammer. Vor dem Klammer. Ja, vor der Klammer. Also, Minus vor dem Klammer, ne? Nee, vor der Klammer. Und dann drehen sich ja die Vorzeichen in der Klammer um. Steht da Minus 2 plus x. Erstmal muss man ja die Klammern auflösen. Ja? So, und dann haben wir es wieder das gleiche Spiel. Machen wir hier Minus x, weil da steht Plus x. Dann steht da Minus 6x. Teilen wir durch Minus 6. 2 durch Minus 6 sind ein Drittel. Ja? Kann man kürzen und Minus und Minus. Und Plus. Genau. So, letzte Aufgabe. Hier müssen wir ausmultiplizieren. Hier steht 2 mal eine Klammer. Ganz wichtig, das heißt, wir multiplizieren aus. Wir rechnen 2 mal 1, also minus 2 mal 1 ist minus 2. Und minus 2 mal minus 3x sind plus 6x. Die minus 1 schreiben wir hin und ist gleich 0. Wichtig, ne? Das ist einfach stehen gelassen. Das hat nichts damit zu tun. Ich sehe das so oft in irgendwelchen Arbeiten, dass jetzt das noch damit irgendwie moral genommen wird. Nein, es bezieht sich nur auf die Klammer und alles, was dahinter steht, plus minus ist erstmal egal. Genau, ganz wichtig, dann fassen wir diese Seite erstmal noch zusammen. Hier steht ja eigentlich im Endeffekt minus 2, minus 1. Die können wir zusammentun. Also minus 2, minus 1 sind minus 3. Schreiben wir so hin. Dann wollen wir wieder Zahlen und Buchstaben trennen. Hier steht minus 3, also machen wir plus 3 und kriegen die 3 auf der anderen Seite. 6x ist gleich 3, teilen wir nochmal durch 6. Also ist x gleich 1/2, gekürzt 3 Sechstel ist gleich 1/2. Ne? Gut, das war's glaube ich schon, ne? Nächstes Video kommt die Produktgleich-Null-Regel. Genau. Ne? Wichtige auch Regel. Wichtig, ich bin oft nicht erkannt und deswegen müssen wir es üben. Gibt es ein eigenes Video? Genau, Leute. Jo. Bis dann, ne? Ciao. Ciao.